Ende der 60er Jahre galten die Rendsburger Betonklötze noch als modern, als eine Art Wohnform der Zukunft. Heute werden sie von allen nur die Horrorhäuser genannt. Selbst von denen, die gezwungen sind, hier zu leben. Wohnen Sie hier? Ja. Ja. Wie ist das so? Grenzwertig. Warum? Wohnung am Schimmeln, Feuchtigkeit in den Wänden, Laminatboden, der aufquirlt, Kellerräume, die zugemüllt werden. Seit Jahren undichte Fenster. Das auch. Niemand telefonisch erreichbar. Was gibt's noch? Über E-Mail antwortet auch kein Schwein. Gibt Schöneres, ne? Permanent absaufender Keller. Mindestens zweimal im Monat fällt der Aufzug aus. Dauert dann Tage, bis das repariert wird. Hast du die Rohrbrüche schon mit erwähnt? Ja. Cool. Tja. Und wie sieht's in Ihrer Wohnung aus? Im tiefsten Winter ist es arschkalt in der Wohnung. Ja. Warmwasser geht dann auch gern mal nicht. Über Tage. Echt? Ja, wir haben teilweise schon 2 Wochen kein warmes Wasser gehabt. Was sich nach Dritte Weltland anhört, sieht auch so aus. Der Hausflur der Liegnitzer Straße 5 verdreckt. Der Keller Zentimeter hoch unter Wasser. Eine der Leidtragenden ist Monika Damm. Die Mieterin teilt sich ihr Zuhause mit Schimmelpilzen. Wir sind hier im Badezimmer. Ja, da sehen Sie eben Schimmel, Schwarzschimmel. Und der Vermieter wollte hier keinen Gutachter reinlassen? Nein, gar nichts. Hat er gesagt, warum nicht? Nein, er hat sich überhaupt nicht dazu geäußert. Ich hatte da angerufen gehabt, ich kann nicht, er ist nicht für mich erreichbar. Gar nichts. Es geht auch auf die Psyche. Weil ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich möchte endlich geholfen werden, ich möchte endlich eine vernünftige Wohnung wieder haben. Mhm. Ja. In der Küche sieht es auch nicht besser aus. Feuchtigkeit lässt den Putz von den Wänden fallen und den Schimmel wachsen. Und im Wohnzimmer? Da sorgen defekte Fenster für ein nasskaltes Klima. Da ist auch die Fenster. Ist auch undicht. Das kann man auch hier, wenn jetzt Wind steht, kann man hier das reinfühlen, dann zieht das auch. Ich habe jetzt momentan Balkontür auf, aber es ist hier, es wackelt. Mhm. Wenn jetzt Regen kommt, dann sind die Fenster innen drin mit Wasser, läuft runter, Schimmel. Und hier ist auch der Fußboden, der wölbt sich, da kommt auch vom Balkon kommt Wasser rein. Über Feuchtigkeit und Schimmel klagt fast jeder Bewohner, den wir vor Ort ansprechen. Auch dieser jungen Mutter platzt nach wenigen Nachfragen der Kragen. Die machen nichts. Ich hatte hier 2020 Schimmel in meinem Wohnzimmer, an der Außen, genau an meiner Wand, wo das Badezimmer ist, und in meinem Wohnzimmer. Ich durfte 6 Monate lang in dieser Wohnung leben mit diesem Schimmel. Die haben sich null drum gekümmert. Die haben nur so einen Trockner dahingestellt, damit die Wand trocken wird. Ich habe 2 Kinder. Lucia, also meine Kleine, die war 1,5, die hatte die ganze Zeit was mit den Bronchien und die war dauerkrank wegen diesem Schimmel. Der Fahrstuhl, der war 9 Wochen kaputt und ich wohne im 6. Stock und darf meine 2 Kinder jedes Mal in diesen scheiß 6. Stock transportieren. Denken Sie, die haben sich darum gekümmert? Nee, immer nur bla bla bla. Ich frage mich einfach nur, wofür ich hier noch Miete zahle, für dieses scheiß Gelände, für diese scheiß Blöcke. Das ist einfach nur noch asozial. Asozialer Wohnungsbau, mit dem sich, egal wie marode die Objekte sind, Geld verdienen lässt. Die Häuser gehören der Immobilienfirma Elias Vermögensverwaltung GmbH in Hamburg. Hausverwaltung ist die dazugehörige Kürner Immobilien. Auf Anfrage teilte die mit, dass man per Mail, Post und Fax erreichbar sei und dass alle gemeldeten Mängel in Bearbeitung seien. Manche seien auf mutwillige Zerstörungen durch Mieter zurückzuführen. Um das Wasser im Keller werde sich gekümmert. Das nächste Beispiel für Eigentümer, die sich nicht kümmern, liegt 100 Kilometer weiter südlich. Die Hölk-Hochhäuser von Bad Oldesloe. Vergangenen August haben wir hier das erste Mal gedreht. Hast du heiß Wasser? Geplatzte Rohre, kaputte Heizungen und Wasserschäden sind hier keine Seltenheit, sondern der Normalfall. Keiner der ständig wechselnden Eigentümer hat die Schäden in den Griff bekommen. Ihr Geschäftsmodell war wohl ein anderes. Die Vermieter, die wir hatten, das ist meiner Meinung nach immer so gewesen, ein paar Jahre sind die geblieben, haben hier nur Miete kassiert und mehr haben sie auch nicht gemacht. Ne?
Der Schimmel in der Brandmeldezentrale ist mittlerweile weg. Heute möchte die Quartiersmanagerin wissen, ob sich auch in der Wohnung nebenan etwas getan hat. Hallo? Hallo. Hallo, wir wollten nur fragen, ob das hier gemacht wurde bei euch, der Schimmel. Ja, ist es weg? Wir wollen gar nicht groß stören. Ja, weil wir haben so. Ja, wir wollten eigentlich nur wissen, ob das hier... Ja, die haben alles gut gemacht, die haben gemacht. Haben die das denn wirklich weggemacht oder nur übermalt? Nein, die haben alles. So sah es im Hausflur der Familie vor 3 Monaten aus. Okay, alles klar. Alles gut. Gut, ist die Frage, wie gründlich und professionell es gemacht wurde. Aber also ich denke, das wird man ja dann unter Beobachtung haben. Ne? Sagen Sie doch mal bitte. In anderen Fällen ist seit unseren Dreharbeiten fast nichts passiert. So wie bei Farhanas Ghulami. Im September wartete sie bereits seit Monaten auf Hilfe. Doch auch heute sind die Schäden nicht beseitigt. Stattdessen ist alles noch schlimmer geworden. Als wir sie Ende Oktober besuchen, tropft eine dunkle Brühe aus der Wohnzimmerdecke, literweise, und zwar seit Wochen. Das ist schwarzes Wasser? Ja. Das kommt vom oben. Wie viel? Jeden Tag kommt das, jeden Tag ist voll und mache ich wieder das raus und sauber, dann kommt wieder alles. Die Mieterin hat dem Eigentümer diverse Schäden gemeldet. Bislang wurde keiner nachhaltig behoben. Dabei ist die Ursache des braunen Regens recht offensichtlich. Ich denke, das kommt von Heizung vom 11. Stück. Aber kommt manchmal die Handwerker oder die Hausmeister, aber nur Fotografie und weg. Ich bin die ganze Zeit hier, muss aufräumen, nach dem Arbeiten, wenn ich komme. Sehen Sie, jede Minute kommt. Ich habe gestern alles sauber gemacht, aber heute ist wieder voll. Weil der Vermieter so wenig unternimmt, möchte Frau Ghulami jetzt auf eigene Kosten renovieren. Doch davon kann die Quartiersmanagerin nur abraten. Ich wollte nächste Woche oder wann ich frei habe, meine Tippe und meine Boden alles rausmachen. Wieder. Das Problem ist, wenn Sie jetzt selber was tun, dann kann es nachher heißen, Sie haben das selber verursacht, weil Sie es nicht richtig gemacht haben. Also wir sollten das, machen Sie es nicht alleine. Offenbar aufgeschreckt durch einen Bericht im Regionalfernsehen sind mittlerweile auch die Behörden auf den Fall von Frau Ghulami aufmerksam geworden. Seitdem herrscht endlich eine Art Handlungszwang. Ein Strafrechtler hat gesagt, wenn Behörden davon wissen, müssen sie agieren, müssen sie ermitteln. Das ist jetzt passiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Frau Ghulami wurde als Zeugin gehört. Und wir können jetzt nur hoffen, dass wir da sie unterstützen mit den ganzen Belegen. Wir haben ein Gutachten machen lassen, dass es da auch wirklich mal weitergeht. Es wird ermittelt in Sachen Körperverletzung. In Bad Oldesloe haben sich schon viele Immobilienfirmen die Klinke in die Hand gegeben. Aktuelle Noch-Eigentümerin ist die LEG Wohnen in Düsseldorf. Das börsennotierte Unternehmen hat die Anlage Anfang des Jahres im Paket mit anderen Wohnungen gekauft. Seit 2000 wechselten die Hochhäuser im Schnitt alle 3 Jahre den Besitzer. Die kassierten Mieten, oft direkt vom Sozialamt, und überließen die Immobilien ansonsten sich selbst. Saniert wurde nur sporadisch. Ende vergangenen Monats ist es mal wieder soweit. Quartiersmanagerin Hermann erfährt per Teams-Call, dass die Häuser ein weiteres Mal veräußert werden. Ein Negativrekord. Ich denke, die Firma LEG ist absoluter Spitzenreiter in der Verweilzeit nach unten. Also nicht mal ein Jahr, wenn der Wechsel jetzt zum 1.12. stattfindet. Das reißt den Schnitt sehr nach unten. In Bad Oldesloe erfahren die Mieter heute über einen Aushang, dass sie schon wieder einen neuen Eigentümer haben. Diesmal aber einen mit Versprechung. Ja, sie teilen mit, dass sie die Häuser zum 1.12. an die Liedmeier Unternehmensgruppe verkauft haben. Der Wechsel der Verwaltung wird voraussichtlich zum 1.12. erfolgen. Neben der Übernahme aller Themen und Anliegen wird sich der neue Eigentümer auch mit einem umfassenden Konzept um die Sanierung ihres Zuhauses kümmern. Die Liedmeier Unternehmensgruppe mit Sitz in Hildesheim ist nach eigenen Angaben ein inhabergeführtes Unternehmen, das rund 3000 Wohnungen besitzt.
Jetzt gehören auch die etwa 230 Einheiten in Bad Oldesloe dazu. Frau Schulz. Hallo. Ja. Haben Sie auch schon Schreiben gekriegt, dass Sie einen neuen Eigentümer haben? Nö. Da steht's. Mal sehen, ob die besser wird. Was sagen Sie dazu? Ist doch immer dasselbe. Weshalb? Naja, dass sich auch denn bei der nächsten nichts ändern wird, ne? Das ist. Was müsste sich ändern? Vieles. Vieles. Die Rohrbrüche vor allen Dingen. Dass die Wohnungen dicht gemacht werden, also heil gemacht werden und so. Dass die Heizung. Wie ist es denn bei Ihnen? Also ich habe Glück. Bei mir ist nur im Bad, wenn das Wasser läuft. Sonst toi, toi, toi. Habe ich schon schlimmere Wohnungen gesehen. So, ich muss zur Arbeit. Die Leute sind leidensfähig, wie man eben gesehen hat. Ich habe nicht viel, ich habe nur ein bisschen Wasserschaden im Bad. Also das ist schon erstaunlich, wie geduldig die Mieter oder wie fatalistisch sie schon hinnehmen, was hier passiert. Ja. Zurück zu den Betonriesen in Rendsburg. Von einem neuen Eigentümer, der saniert, können die Mieter hier nur träumen. Sie ärgern sich weiter mit dem Alten herum. Rechtsanwalt Timo Werner vertritt drei Mandantinnen, die gegen die Elias Vermögensverwaltung vorgehen. Doch die ist schwer zu fassen. Telefonische Erreichbarkeit ist da gar nicht gegeben. Also mit wenigen Ausnahmen habe ich da nie jemanden erreicht. Und wenn ich jemanden erreichte, dann war dann jemand nicht zuständig. Dann ist das eine andere Abteilung. Und die Bitte um Weiterleitung, die wurde auch ignoriert. Also insofern ziemlich schlimm. Jeder Mandantin-Besuch macht den Anwalt aufs Neue fassungslos. Das fängt schon im Treppenhaus an. Eieiei. Diese Ecken hier, die machen mich echt sprachlos. Ich weiß auch nicht, wie lange hier niemand mehr geputzt hat. Also ich könnte mir nicht vorstellen, hier zu leben, ehrlich gesagt. Also selbst mit sehr übersichtlichen Einkommen würde ich, glaube ich, verzweifeln. Und das geht, glaube ich, vielen so. Seine Verzweiflung dürfte noch zunehmen, wenn er die verschimmelte Wohnung von Frau Damm betritt und feststellen muss, dass nichts passiert ist. Dazu teilt der Vermieter mit, dass Frau Damm die Mängel nicht gemeldet habe. Oh ja, das ist ja seit dem letzten Mal nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil. Das sieht ja wirklich nicht schön aus. Und ob das gesundheitsförderlich ist, wage ich zu bezweifeln. Nein. Weil bislang nichts geschehen ist, will der Anwalt den Fall nun vor Gericht bringen. Wir haben die Mängel angezeigt. Jetzt müssen wir dazu übergehen, die Miete zu mindern. Und wenn da nichts passiert, dann müssen wir wahrscheinlich ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten, um zu ergründen, was Ursache ist, welche Maßnahmen erforderlich sind und welche Kosten anfallen. Und dann kann man eventuell diese Kosten einklagen und dann selber veranlassen, dass dort der Mangel behoben wird. Das wird wahrscheinlich so das Programm sein. Das klingt aber umständlich. Das wird auch Zeit rauben und das geht wahrscheinlich nur über Prozesskostenhilfe. Ja, und das, bis das darüber entschieden ist, das, ich rechne so mit 1,5 Jahren. Monika Damm würde am liebsten ausziehen. Doch eine andere Wohnung hat sie bislang nicht gefunden. Also hofft sie, dass sie vor Gericht Recht bekommt.